Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play auf diesem Kanal. Wir spielen heute wieder South Park und legen auch direkt los. So, wir wollten hier nach links gehen, soweit ich mich entsinne. Was haben wir denn hier? Wollten uns noch mal ein bisschen umschauen. Da hinten ist auch noch eine Kiste. Viel mehr Tasche. Oh, den können wir doch durchbrechen, oder? Muss ich dir ein paar Manieren beibringen? Ja, komm mal her, Freundchen. Oder vielmehr Fräulein. Verbrauchsgegenstand. Oh, hallo, mein Kind. Dich habe ich ja noch nie gesehen. Aber du kommst zur rechten Zeit. South Park steht am moralischen Abgrund. Unsere Katzen werden gestohlen, Häuser mit Klopapier geklopapt. Nein! Okay, vielleicht ist jetzt noch nicht der jüngste Tag, aber wir brauchen einen Helden. Ich frag jetzt mal ganz gerade heraus. Siehst du dich selbst als einer von den Guten? Nein! Ich kann deine Verwirrung verstehen. Aber für jeden von uns kommt irgendwann der Tag der Entscheidung. Wirst du zu Jesus finden und den richtigen Weg wählen? Nein! Wirst du auf dem Mittelweg lavieren? Nein! Vom dritten Weg wollen wir gar nicht sprechen. Ich hoffe, du bist Teil der Lösung, nicht des Problems. Tu den ersten Schritt, mein Kind. Betritt diese Meditationskammer. Dort kannst du dich deinen schlimmsten Ängsten stellen. Stell dich deinen Ängsten, neues Kind. Stell dich deinen Ängsten. Ich will da nicht rein. Wer weiß, was da passiert. Dein Dad hat deine Mom gefickt. Hast du Angst im Dunkeln? Vor Schlangen? Der Farbe Blau? Oh, hey, ich bin in deiner Fantasie. Nur ein netter katholischer Priester, der dich ein bisschen besser kennenlernen möchte. Ja, genau, ich bin auch voll in deiner Fantasie und werde dir gleich die Schultern massieren. Hast du dir sowas jemals träumen lassen? Ach du Scheiße. Lass mich das Licht hier drin ein bisschen heller machen, damit wir dich auch sehen können. Ach du Scheiße. Der hier mag es wohl etwas ruppiger. Soll mir recht sein. Diese Gegner setzen langsame Attacken ein, was du an den gestreiften Quadraten auf dem Schlachtfeld erkennst. Okay. Also, der macht mich schon ein bisschen fertig. Ich will hier weg. Ich will hier raus. Lass mich hier raus. Ich bin auch für Geburtstagspartys zu buchen. Ja, da glaube ich. So, ich weiß nicht. Können wir denn von hier so eine Fähigkeit nutzen? Nein. Auch nicht. Auch nicht. Natürlich nicht. Ich will da jetzt aber auch nicht stehen bleiben. Na gut, dann machen wir einfach Zug, Ben. Alle Kinder Gottes verdienen seine Liebe, also halt still. Du Scheiße. Was? In Luft aufgelöst! Mann, dieser Priester mag Kinder wirklich sehr. Seine Umarmungen will man echt vermeiden. Sonst brauchst du vielleicht wirklich ein Handtuch. Au! Oh, das mag ich. Ja, das glaube ich. Sei nicht schüchtern, es gibt keinen Grund dafür. Ach du Scheiße. Oh, gleich bin ich in Stimmung. Okay. Das freut mich aber für dich. So, da gehen wir erstmal raus. Der will uns wieder anfassen. Oh. Diese Musik dazu, ja? Yeah. Wer will mit mir Händchen halten und Kumbaya singen? Ach du Scheiße. Wo ist auf einmal das Kind hin? Brenn du Sack. Mich fasst du nicht an. So, Zug Ben. Stellen wir uns mal hier hin. Ha! Komm raus, wo immer du bist. Ja, er ist richtig auferstanden. Du brennst mir jetzt erstmal weg. So. Dann haben wir den schon mal weg, soweit. Hm. Oh, du willst es wohl auf die harte Tour. Oh ja.
Lass, lass uns spielen. Verdienen seine Liebe, also halt still. Wie geil das gemacht ist, ja? Bra! Willst du nicht mit mir in den Himmel? Nee, bitte nicht. Brenn! Ihr katholischen Priester. Gott verdammt, ich kann ein Kind keine zwei Minuten in einen dunklen Raum stecken, ohne dass ihr Wichser auftaucht. Ihr kommt definitiv in die Hölle. Und jetzt raus hier! Die Spinnkönigin sagt was anderes. Ich zieh mir zur Buße den Lümmel an. Tja, nun, das tut mir jetzt wirklich furchtbar leid. Weißt du was? Ein Rabbi hat mir mal dieses Macaroni-Bild geschenkt. In Zeiten schwerer Prüfungen nutze es, um den Propheten Moses anzurufen. Viel Glück auf deiner spirituellen Reise, mein Kind. Okay. Macaroni-Bild. Und das Rezept dazu. Moses, allmächtiger Heiler. Du hast deine erste Beschwörung erhalten. Greife im Kampf auf das Gegenstandsmenü zu und benutze das Macaroni-Bild, um Moses zur Hilfe zu rufen. Interessant. Können wir hier nochmal rein? Nein. Brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht. Was haben wir denn hier? Da können wir nichts nehmen. Die Bibel. Unendliche Weiten. Mit dem Papst, oder was? Knie nieder vor dem Herrn. Zugangscode für den Kirchenlagerraum. Wo stand der denn jetzt? 2320? Knie nieder vor dem Herrn, oder was soll das heißen? Tja, schauen wir mal nach, würde ich sagen. Wo ist der Lagerraum? Was haben wir denn hier? Erinnerst du Morgan Freeman als Gott? Oh ja, ich erinnere. Erinnerst du, als Christen sich noch um Bedürftige scherten? Klar, ich erinnere. Ich erinnere. Oh, erinnerst du? Das ist auch eine geile Sache. Ein Drogenlappen. Aha. Der Lagerraum ist doch hier oben, da ist er doch. Knie nieder vor Gott. Können wir eigentlich auf die Tasten eingeben? 6. Nee, das geht leider nicht. Okay. Knie nieder. Vor dem? Vor dem? Herrn. Wo haben wir Herrn? Da. Herren. Ja. Hier haben wir nämlich noch ein Bild. $10. Können wir den kaputt machen? Nein. Was haben wir hier? Jesus Christ. Amulett der Reflexion. Amulett der Reflexion. Klingt interessant. Artefakte. Aber es ist leider 33, ne? Ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, schlecht. Meinen Werten zu urteilen. Ja, vielleicht für den zweiten nachher. So, da haben wir die Kirche auch hinter uns. Tut mir leid, was da passiert ist, Neuer. Ich behalte diesen Typen im Auge. Wo da? Oh, hier haben wir was versteckt.
So, hier ist die Schnellreise. Die Kirche. No Cops. Mülltonne. War nix. Oh. Ja. Ah, die Schule. Da finden wir doch ein paar Leute bestimmt. Klar, ich mache 10 Selfies täglich. Amy Nelson. Schick. Klar, machen wir ein Selfie. So, ja. Das Lächeln ausgewählt? Ja, danke. Natürlich, kein Problem. Du bist neu, hä? Ich behalte dich im Auge. Mach bloß keinen Scheiß. Okay, aber mach keinen Scheiß, ja? Na schön. Komm mal ein bisschen näher, Kollege. Okay, Schluss mit dem Scheiß, ein für alle Mal. Hey, was geht? Komm morgen wieder, ja? Okay, er möchte nicht. Was sind das für Fähnchen hier immer? Müssen wir erst zum Principal gehen? Ja. So. Tschö. Aber die Sporthalle. Können wir hier hoch? Nein, können nur hier hoch. Okay. Smartphone. Die tatsächliche Penisgröße von Jung. Mhm, okay. Na, das hat sich doch schon wieder gelohnt, hier reinzugehen. Hier ist auch noch was. Gegengift. So, weiter geht's. Oh, hi, du bist der Neue, richtig? Oh, gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Richtig? Mit mir als Vertrauenslehrer kannst du über alles reden, okay? Verstehe ich richtig, dass du über dein Geschlecht reden willst? Okay, nein. Also ich bin geschult in Geschlechtsfragen, okay? Du musst keine Angst haben. Okay, mein Kind, es ist wirklich einfach, wenn du über dein Geschlecht reden willst, dann... Du fängst an, indem du sagst, na ja, ich bin ein Junge oder ein Mädchen oder was anderes. Okay. Sonstiges, weiblich, männlich. Junge, gut, genau, geht klar. Also, Neuer, es mag dich verwirren, aber hör genau zu, okay? Du wurdest als Junge geboren. Das nennt man einen Cisgender-Jungen, okay? Oder Cis, kurz gesagt. Aber, also, du hättest dich auch erst zu einem Jungen entwickeln können, verstehst du? Wenn du nicht als Junge geboren bist, dich jetzt aber als einen identifizierst, das nennt man dann Transgender, okay? Oder kurz Trans, okay? Und dann fühlst du dich als Cisgender oder Transgender. Was ist mit dir? Wann immer es dir passt. Ja, nimm mal das. Okay, warte einen kleinen Moment. Ich muss deine Eltern anrufen. Das dauert nicht lange. Hallo, hier ist Mr. Mackey, der Schulpsychologe. Ja, hi, ich habe ihr Kind hier in meinem Büro und also...
Er hat mir gerade erzählt, dass er cisgender ist. Er identifiziert sich mit dem Geschlecht, als dass er geboren wurde. Oh, das wussten Sie. Okay. Oh, nein, das ist in Ordnung. Ich wollte nur, dass Sie wissen, dass er auch andere Optionen hat. Wissen Sie, man muss ja nicht immer das Erstbeste nehmen. Okay. Okay. Ja, nein, das ist super. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, ab jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen. Recht herzlichen Dank. Okay. Wiederhören. Okay. Ich bin froh, dass wir darüber geredet haben. Als Cisgender-Mann weiß ich aus Erfahrung, wie schwer es manchmal ein Junge haben kann, der sich entscheidet, jemand anders Geschlechtlichen zu lieben. Aber denk dran, Liebe ist Liebe. Selbst wenn du ein Kerl bist, der Titten liebt. Okay? Was geht hier ab? Neuer Artefaktplatz, okay. Sei vorsichtig, okay, denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist, und mit denen musst du fertig werden, okay? Also komm jederzeit wieder. Ja. Können wir hier noch was looten? Nein, gut, bloß weg hier. So, wir haben den zweiten Platz freigeschaltet. Artefakte. War doch richtig, oder? Ja, kleiner Platz. Was können wir denn da reinmachen? Okay, die gehen mal 4-4-4-30. Es gibt alles weniger. Gut, da packen wir den noch rein. Die meisten Artefakte verleihen einen bestimmten Teambonus, wenn sie ausgerüstet werden. Wenn du mehr über Teamboni erfahren willst, halte Leertaste gedrückt. Na klar, zeig mal her. Der kritische Trefferschaden bestimmt, wie viel Bonusschaden du anrichtest, wenn du während eines Angriffs erfolgreich drückst. Die ultimative Erholung bestimmt, wie schnell sich deine Ultimativanzeige füllt, wenn du eine Kraft einsetzt oder getroffen wirst und währenddessen Leertaste drückst. Der Statuseffektschaden bestimmt, wie viel Schaden Statuseffekte wie brennend, angewidert, schockt und blutend anrichten. Die Gesundheitswiederherstellung bestimmt, wie viel Gesundheit du zurückhältst, wenn du getroffen wirst und währenddessen drückst. Okay. Okay. Der Rückstoßschaden bestimmt, wie viel Schaden du anrichtest, wenn du Gegner zurückschleuderst. Die Bonusverbündetengesundheit erhöht die Gesundheit deiner Verbündeten. Weitere Informationen zu den Attributen findest du unter dem Punkt Menü im Hilfeabschnitt des Pausenmenüs. Okay. Gut, dann raus hier. Hier haben wir doch auch noch was. Vergiss nicht, dein Arsenal aufzustocken, wenn du ein Level aufsteigst, oder was stand da gerade, ne? Karte, Kostüme, was haben wir denn hier? Kostüme überhaupt? Was ist denn da neu? Stimmt, den hat man gekriegt gehabt. Aber das lassen wir ein bisschen an, würde ich sagen. So, dann Artefakt 80 haben wir. Crafting, was haben wir denn da Schönes? Kostüme haben wir gar nichts. Macaroni-Bild. So, Wiederbelebungsserum. Da stellen wir uns nämlich auch direkt her. Macaroni-Bild. Wunderbar. Artefakte, göttlicher Verstärker. Greift auf die Gehirnwellen des Teams zurück und erzeugt eine Hyperaktivitätsschleife. Plus 16% Status-Effekt-Schaden. Ist nicht schlecht. Nehmen wir doch mal mit. Und hilft uns natürlich dann, unser Crafting ein bisschen hochzukriegen. Vielleicht kriegen wir da vom Freeman endlich ein Bild. Wo geht's denn hier nochmal raus? Müsste hier sein. Ja, da haben wir die Schule soweit auch abgeschlossen. Erst einmal. Schau, schau, schau. Das ist doch ein Cisgender-Junge. Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Was ist denn hier los? Dich prügle ich zum Hetero, so wie Harry damals, 94. Und ab die Post.
Einmal irgendwas gedrückt, wisst ihr? Gibt direkt wieder Probleme. So, was haben wir denn da? Dann greifen wir den noch an, würde ich sagen. War das die Schallmauer oder ist dein Kiefer gebrochen? Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialistenarsch. Jetzt steht's fest, euch zu verprügeln war echt eine gute Entscheidung. Das nenne ich eine Ansage. Brenn, du Sack. Komm wieder auf die Beine, Arschboy. Ich brenne wie der Busch in der Bibel. Lies die Verfassung, dann weißt du, dass es meine Pflicht als Patriot ist, dich fertig zu machen. Du kotzt mich an. Es liegt was in der Luft, der Humankind. Können wir den angreifen? Pew, pew. Warnung, schau nicht direkt in meine fucking Laseraugen. In meine fucking Laseraugen? So, du kriegst jetzt hier mit der auch noch ein. Megafaustschlag. Fantastisch! Blitzfreak, zischt los! Der ist hier auf der Länge, ne? Ja, okay. Dann schnappen wir uns den hier. Wie ein Blitz! Wo ist die Leidenschaft? Ja! Scheiße gelaufen, Neuer! Los, Wunderarsch! Ja, beruhigt euch. Machen wir einfach mal so. Ein Kampf ganz nach meinem Geschmack. Easy going. Hassschmiede. Wahnsinn. So, Freunde, das war's auch schon mit dieser Folge. Leider schon vorbei. Schaltet dann nächstes Mal wieder ein, wenn ihr Bock habt. Ich bin's, euer Maestro. Haut rein.